Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und mir knallte mal jemand, der sich auskannte, einen Satz vor die Füße, an dem ich zu schlucken hatte. Und der hieß, solange Sie hoffen, werden Sie leiden. Nun haben wir ja die Hoffnung schon als unglaublich wichtige Kraft in uns kennengelernt, die uns sogar auch hilft, gesund zu werden und an vielen Stellen so hilfreich ist. Aber es gibt auch durchaus Situationen, wo man Hoffnung durchaus mal aufgeben soll. Bei mir war das die Situation, dass ich auf Besserung einer Sache hoffte und hoffte, mich auch bemühte, da etwas Positives zu ändern, was mir aber nicht gelang und ich immer wieder frustriert war, ich immer nicht genügt habe und es wie ein Versagen empfunden habe. Und als ich die Hoffnung aufgegeben habe, ich konnte das wirklich von jetzt auf gleich, und gesagt habe, okay, wenn es passiert, wenn was Schönes passiert, wunderbar, ich bin wieder dabei, ich steige wieder ein, hat mich durchaus entspannter und weniger leiden lassen. Das war da tatsächlich ein sehr guter Rat, den ich da bekommen habe. Und ich glaube, das trifft durchaus bei mehreren Sachen zu. Denn wenn ich hoffe, hoffe ich ja irgendwie auf ein Ziel hin. Und ich habe das auch bei ganz anderer Sache mal bei mir festgestellt. Das war ein Projekt, das so in 3 Jahren sich irgendwie verändern sollte. Und da hatte ich eine Lösung für im Hinterkopf, ne? Auf die ich hoffte, die ich dann realisieren konnte. Und habe überhaupt nicht mehr rechts und links wahrgenommen, was noch an anderen Möglichkeiten da war. Auch da hat mir die Hoffnung in Verbindung mit einem Ziel erreichen im Wege gestanden. Also das kann durchaus auch passieren bei dieser tollen Eigenschaft Hoffnung. Manchmal ist es wirklich von Vorteil, die Hoffnung auch mal sausen zu lassen und aufzugeben und zu gucken, was dann passiert. Es kann durchaus manchmal entstressen und das Leben leichter machen und es kann auch mir Möglichkeiten zeigen, die ich vorher übersehen habe, weil ich da immer in eine ganz bestimmte Richtung wollte und das Leben hatte aber andere schöne Sachen noch rechts und links geparkt, wo ich zugreifen musste und vorher habe ich sie nicht gesehen. Das war nochmal die Idee zur Hoffnung, die auch eine ganz, ganz tolle Kraft ist. Tschüss!